Ich bin der Martin Kaltenbrunner, ich bin Professor an der Johannes Kepler Universität für Experimentalphysik und ich leite die Abteilung Physik weiche Materie und gleichzeitig noch das Soft Materials Laboratory am Linz Institute of Technology. Meine Arbeitsgruppe, wie der Name schon sagt, beschäftigt sich mit weichen Materialien und wir wollen daraus die nächste Generation von dehnbarer, weicher Elektronik und auch weicher Formen von Robotik machen. Dazu reicht es nicht nur die Materialien zu entwickeln, sondern wir müssen auch funktionsfähige Demonstratoren bauen. Und da sind Lasercutter wie die der Firma Trotec extrem hilfreich, weil wir im Prinzip im Labor das Rapid Prototyping revolutioniert haben mit dieser Technologie. Die Studenten sind da wirklich extrem kreativ und benutzen Laser zum Schneiden und zum Gravieren, hauptsächlich von Polymeren, von Elastomeren und von Hydrogen. Mein Name ist Daniela Wirtl und ich bin Postdoc am Institut für Experimentalphysik in der Abteilung Physik weicher Materie. Und ich habe sowohl in meiner Diplomarbeit als auch in meiner Doktorarbeit mit dem Trotec Speedy einige experimentelle Aufbauten realisiert. Und für uns ist sehr wichtig, dass alle unsere Bachelor- als auch Masterstudenten sofort in das Gerät eingeschult werden, weil man einfach ganz andere Möglichkeiten hat, sich kreativ zu entfalten. Und somit ist er einer unserer wertvollsten Mitarbeiter, die wir hier haben. Zum einen sind die Laser selbst wirklich sehr gut, sind qualitativ extrem hochwertige Geräte. Zum anderen ist mir natürlich auch die regionale Anbindung wichtig. Es ist für uns gut, wenn wir Fragen haben, dass die Betreuung vor Ort stattfinden kann. Durch die Verwendung vom Speedy in unseren Prototyping-Prozessen haben wir ziemlich kurze Rüstzeiten, sind sehr flexibel in der Anpassung von diversen Designs und können sehr hohe Strukturauflösungen von ca. 100 Mikrometer erreichen. Mein Name ist Michael Track und ich arbeite am Institut für Physik weicher Materie als Postdoc. Wir verwenden in unserer Forschungsarbeit den Speedy im Bereich von flexibler und dehnbarer Elektronik, um damit dehnbare Metallstrukturen herzustellen, die wir unter anderem aus dünnen Metallfolien ausschneiden können. Ich bin der Roland Bruckner, ich bin Doktorand an der Abteilung für weiche Materiephysik. Und ich arbeite mit flexibler oder auch dehnbarer Elektronik. Und dafür ist es für mich wichtig, dass ich auch für Elektronikbauteile Prototypen erzeuge. Ich verwende eine Platte, die kupferbeschichtet ist und graviere das Kupfer dabei weg. Und die Platte kann ich direkt für meine Schaltungen verwenden als Prototyp. Hallo, mein Name ist Melanie Baumgartner und ich bin Doktoratsstudentin am Institut Physik der weichen Materie. Ich arbeite an biologisch abbaubarer Elektronik und biologisch abbaubaren Hydrogelen. Und damit ich diese Hydrogele in Form bringen kann, brauche ich dazu einen Rahmen, eine gewisse Form. Und dazu verwende ich Plexiglas, schneide diese in Form mit dem Trotec-Laser, schraube sie zusammen und befülle sie mit meinem erwärmten Gel. Und anschließend, nach dem Auskühlen, wird es aus der Form entfernt und kann für unsere weiteren Schritte verwendet werden. Für uns im Labor ist es dann aber auch wichtig, uns Gedanken über die Sustainability von unseren Produkten und Erzeugnissen zu machen. Das heißt, wir wollen auch darauf achten, dass die Materialien, die wir entwickeln, nach dem Ableben des Geräts wieder in den natürlichen Kreislauf aufgenommen werden können. Also Sustainability ist eines der großen Themen. Nachdem wir ein Forschungslabor sind, ist es natürlich ein großes Ziel, dass die Studenten am Ende ihres Aufenthalts hier einen Master oder eine Diplomarbeit oder eine Doktorarbeit vorweisen können. Das heißt, Teil der Aufgabe ist auch immer die Ausbildung der Jugend. Und das Wichtigste ist die Zukunft, dass das nach uns kommt. Das heißt, je besser wir unseren Nachwuchs, unsere Jugend motivieren können, desto besser wird die Forschung und die Zukunft selbst sein.